is dead. Everyone's favorite Nazi. Literally. We're not exaggerating, actually. Literally Nazi. Shady dealings with Russian firm amid EU sanctions. So suddenly, now von der Leyen here is able to circumvent the EU's own sanctions with a Russian steel company just because you can, I guess. This is pure corruption is when the hypocrisy is so blatant that you just can't deny it. Like the Nancy Pelosi insider trading shit where you're just like, wait, so that's just happening and nothing's being done about it. And she's just kind of like smiling and laughing and drunk all over the place. Yeah, these people are on like Xanax or something. It's like, so German journalists have recently unveiled a corruption scandal involving the president of the European Commission, Ursula von der Leyen. According to the investigation, von der Leyen allegedly used her influence to help Russian company Krasnil Akbar, I can't pronounce that, evade the sanctions imposed by the European Union after the Russian invasion of Ukraine. The scandal comes less than 2 weeks before the European Parliament elections, casting a shadow over the most prominent members of the European Parliament. Ursula von der Leyen's career has been marred by numerous scandals, such as the Weinreich scandal and Pfizergate, of course. And this new report, this is a German journalist. We'll watch that in a second. Basically, in the spring of 2022, the first few months of the Russian invasion, EU adopted sanctions on Russia. The fourth package of sanctions was to ban steel imports. And so, according to an interview with the director of the plant, we will deliver European orders production up until the beginning of May 2022. We're entitled to supply the EU to May. However, in 2023, they became a participant in the 13th International Mining and Metallurgy Congress in Astana, Kazakhstan. And another participant of the Congress was a steel giant ArcelorMittal, which, among other things, is the largest metal supplier in the automotive industry in Europe. The third link of the chain was Marko Šefčovič, executive vice president of the European Commission, a colleague of Ursula von der Leyen. According to the official data, the goal of the visit was to deepen relations between EU and Kazakhstan. However, according to Congress insiders, Šefčovič was personally sent to Congress by Ursula to monitor the measures to circumvent sanctions so that the company could continue supplying its steel to Europe. At the behest of von der Leyen, he helped the company to agree on schemes to circumvent the sanctions, and the Russian company's products began to enter the European market once again. Journalists are wondering why Ursula von der Leyen is dealing with this matter and what benefit she is getting from it. Russian steel accounted for 20% of the EU market in 2020. After the start of the Russian-Ukraine conflict, Chinese companies tried to replace Russian companies, but they have encountered resistance from European lawmakers. So let's watch this video. Mitgliederin der Partei Bündnis 90 Die Grünen und wir haben heute ein heißes Thema. Ich mache aber erstmal eine kleine Präambel. I totally Darf agree. Ich vorstellen, Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission, die steile Karriere der ersten Frau in der Geschichte, die dieses Amt innehatte, wurde jedoch durch eine Reihe von Skandalen getrübt. Der größte davon ist der Bundeswehrskandal, in den Ursula verwickelt wurde, als sie Verteidigungsministerin Deutschlands war. Der Bundestag führte eine Anhörung zu dem Skandal durch, bei der unter anderem der Vorwurf erhoben wurde, dass von der Leyen's Büro bei der Vergabe von Aufträgen im Wert von Millionen Euro an Firmen die Vorschriften über das öffentliche Beschaffungswesen umging.
Im April 2021 brachte die New York Times die Pfizer-Geldgeschichte, die enthüllte, dass von der Leyen während der Pandemie einen Vertrag über 1,8 Milliarden Covid-19-Impfstoffdosen mit Pfizer-Chef Albert Bulla schriftlich per Mobiltelefon ausgehandelt hatte. Neben zahlreichen Skandalen ist unsere Heldin auch für ihre Vorliebe für teuren Schmuck und Hollywood-Prominenz bekannt. Nach diesen Fotos und den zahlreichen Skandalen zu urteilen, scheint Ursula nicht daran gewöhnt zu sein, von einem Gehalt zu leben. Vielleicht eben wegen ihrer Geldgier wurde sie zur Teilnehmerin an dieser Geschichte, die sich gerade vor unseren Augen abspielt. Hört zu, das ist Krasny Oktyabr, der größte Hersteller von rostfreiem Stahl in Russland. Das Unternehmen stellt 40% aller Walzprodukte aus rostfreiem Stahl in Russland her und liefert Metall, Achtung, an die Automobil-, Luftfahrt-, Chemie- und Atomindustrie. Aufgrund des russischen Einmarsches in der Ukraine im Februar 2022 hat die EU zahlreiche Sanktionspakete verabschiedet, darunter ein Verbot von Stahlimporten. Im Rahmen des vierten Sanktionspaketes Verordnung 2022-428 des Rates ist die direkte und indirekte Einfuhr von in Russland hergestellten und aus Russland ausgeführten Stahlerzeugen. The receipts. It's all right there. In die EU verboten. Es ist verboten, in Russland hergestellte Stahlerzeugnisse zu transportieren, sowie jegliche finanzielle oder technische Unterstützung sowie Brokerdienstleistungen im Zusammenhang mit den oben genannten Verboten zu erbringen. Kurioserweise sagte die Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen am Vorabend der Verhandlungen über dieses Sanktionspaket, Zitat, dies wird einen zentralen Sektor des russischen Systems treffen, dem Land Milliarden an Exporteinnahmen entziehen und sicherstellen, dass unsere Bürger nicht Putins Kriegs subventionieren. Die europäischen Sanktionen haben wirklich ins Schwarze getroffen. Oh ja, they've really hit the mark. 2022 wurde ein Interview mit dem Betriebsleiter von Krasny Oktyabr veröffentlicht, der sagte, Zitat, einigen Vertretern der EU-Länder zufolge wird die russische Industrie ohne die enge Partnerschaft mit dem Westen nicht überleben können und der Markt für metallurgische Produkte wird der neuen Realität nicht standhalten. Und europäische Aufträge werden bis Anfang Mai ausgeliefert. Bis Mitte Juni sind wir berechtigt, die EU zu beliefern und werden dies auch tun. Es sieht so aus, als ob die Geschichte glücklich endet. Russische Stahlindustrie fällt unter europäische Sanktionen. Ihre Gewinne können nicht mehr zur Finanzierung von Putins Krieg verwendet werden. Aber es ist nicht alles rosig. Versetzen wir uns in das Jahr 2023 nach Astana, der Hauptstadt von Kasachstan. Am 1. und 2. Juni fand hier der 13. Internationale Bergbau- und Metallurgiekongress statt. Und einer der Teilnehmer war der Betrieb Krasny Oktyabr. Ein weiterer Teilnehmer des Kongresses war das Unternehmen ArcelorMittal, ein multinationaler Stahlkonzern mit Hauptsitz in Luxemburg. Das Unternehmen ist ein wichtiger Partner für die europäische Automobilindustrie. For those who just tuned in, this is actually a beginner's course to learning German. So thanks, tune in, you'll learn some stuff. Take your lesson. Unternehmen gesellt sich ein dritter. I'm just not going to read it. I mean, I could have translated this. There's AI for that. Erwarteter Teilnehmer Maros Sefcovic, Exekutivvizepräsident der Europäischen Kommission für den Europäischen Green Deal. Nach offiziellen Angaben war es das Ziel seines Besuchs, die Beziehungen zwischen der EU und Kasachstan zu vertiefen. Aber nach Angaben von Insidern des Kongresses sei Sefcovic von Ursula persönlich in den Kongress geschickt worden, um die Maßnahmen zur Umgehung der Sanktionen für den Betrieb Krasny Oktyabr zu überwachen.
Die Verhandlungen waren erfolgreich und die Produkte des russischen Unternehmens gelangten über den Zwischenhändler ArcelorMittal auf den europäischen Markt, wobei die Sanktionen dank Ursula von der Leyen umgangen wurden. Ich frage mich, was sie für diese Verhandlungen bekommen hat. Zu Ihrer Information. 2019 produzierte Russland 20% des gesamten in die EU importierten Stahls. Nach Angaben von Eurofer wurden im Jahr 2020 14% der Flacherzeugnisse, die hauptsächlich im Automobilsektor verwendet werden, auch aus Russland eingeführt. Nachdem russischer Stahl sozusagen blockiert wurde, wurde diese Nische frei und chinesische Unternehmen versuchten, sie zu besetzen, was jedoch nicht gelang. Die EU begann zu drohen, Zölle auf chinesischen Stahl anzuheben. Und im Mai 2024 erklärte Ursula, dass die europäischen Märkte mit billigeren chinesischen Elektroautos und Stahl überschwemmt werden und forderte China auf, die Überproduktion zu stoppen. As we have shown, we will defend our companies, we will defend our economies, we will never hesitate to do so, if this is required. Chinese subsidized products, these subsidized products such as the electric vehicles or for example steel, are flooding the European market. At the same time, China continues to massively support its manufacturing sector, and this combined with a domestic demand that is not increasing, the world cannot absorb China's surplus production. Unterdessen hat das russische Unternehmen, dem Ursula geholfen hat, die Sanktionen. The world cannot absorb China's surplus production. Bro, they're fucking so coping. Hope. They're coping so hard right now. Yeah. This is, you know, like, okay. No, dude. This is why I'm glad that, like, I'm not up in these, like, upper class circles. They must be miserable right now. They're probably all shitting their pants. They're losing their fucking minds. They're losing their fucking minds right now. Because they're like, bro, we're getting rolled. They're rolling all of us, bro. We can't deal with this. It's not just that, like, narrative, like, on things. Like, I mean, I guess it's kind of always been that way. But you know what it is? You know what all of these Western countries are doing right now with regard to China? You remember, like, if y'all have ever played, like, a PvP, like, player versus player game, like Counter-Strike or, like, Halo or, like, any of the, like, you know, CIA propaganda games like the shooters or whatever. They're acting like that one person who blames every death on lag. They're like, oh, I would have killed you, but it was lag. That's what they're doing right now here. They're blaming the L because they just need to take the L. That's it. But they can't hold the L. They're blaming it on lag. Straight up. Die Produktion weiter hoch. Es scheint eine für beide Seiten vorteilhafte Zusammenarbeit zu sein, sowohl für das Unternehmen als auch für Frau von der Leyen. Die Dinge liefen so gut, dass der Betrieb begann, die Produktion zu erweitern. Im Mai 2024 nahm das Unternehmen eine neue Härteanlage in Betrieb. Auf den ersten Blick könnten Sie vielleicht glauben, als ob Ursula sich um die europäische Industrie kümmert. Aber in der Tat wird sie von einem viel niedrigeren Motiv angetrieben, der Gier nach Geld. Skandale mit Bundeswehr und Preise bestätigen erneut, dass Ursula von der Leyen eine zutiefst korrupte Politikerin ist. Sie legt nur Lippenbekenntnisse ab, wenn sie sagt, dass sie Russland zertrampeln und isolieren will. Aber wenn sich eine Gelegenheit bietet, Geld zu verdienen, ist sie bereit. Oh, no. That basically puts it. That puts it together. That basically, this summarizes the whole thing that we just read. And I know it's heartbreaking. I know it's heartbreaking because, like, a lot of us grew up thinking like these European countries were like the future. But look, at the end of the day, they're still capitalist countries, they're still rife with corruption. They just have better social safety nets. But the only reason these European countries, especially Scandinavia, by the way,
have those social safety nets were because of those evil people to the east. That's the sole reason they have them. Look that up. That is canon to the Earth Wiki. But yeah, it's all the same shit. Das russische Unternehmen zu engagieren, dessen Geld den Krieg in der Ukraine finanziert. Meine Damen und Herren, das war eine Geschichte über Ursula Geld stinkt nicht von der Leyen. That's perfect. Oh, what a great sound effect timing. Props to the editing. I'm not going to lie. Props to that editing. That was... Mwah. Yeah, no. Magnifique, as Frank said. I enjoyed the little cash sound effects that they put in there. Yeah. Yeah, that was good. Another deeply corrupt politician, scandalous shit is going on over in the EU.